Hallo, ich bin Michele Cirillo, Produktionsfachmann der Handy Surgery Linie von TecMed Italien. Schön, dass Sie das Potenzial unseres OP-Behandlungsstuhls Morpheus genauer kennenlernen möchten. Vor allem darf ich mit Stolz beteuern, dass er komplett in Italien von unseren Mitarbeitern entworfen und realisiert worden ist. Jetzt füge ich den Stecker ein. Und sobald er eingesteckt ist, kann ich den Behandlungsstuhl durch Drücken dieser Taste einschalten. So, jetzt möchte ich erst einmal den grundlegenden Unterschied zwischen dem Morpheus-Stuhl und einem standardmäßigen zahnärztlichen Behandlungsstuhl erklären. Wie allen bekannt ist, ist der zahnärztliche Standardbehandlungsstuhl mit zwei Motoren für die Aufwärts- und Abwärtsbewegung von Sitz- und Rückenteil ausgestattet. Es handelt sich um eine ziemlich beschränkende Lösung im OP-Bereich. Und gerade deshalb ist unser Morpheus-Stuhl serienmäßig mit 4 schallgedämpften Motoren mit Niederspannung ausgestattet. 2 für die klassischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen von Sitz- und Rückenteil. Die anderen 2 Motoren dienen zum Heben und Senken des Fußteils und zur Trendelenburg-Lagerung oder Antischock-Lagerung. Diese Lösung macht es Ihnen möglich, den Patienten in einer Ihrer Arbeitseinrichtung angepassten Lage zu positionieren. Aber wie wird der Stuhl betätigt? Im Zahnarztbereich wird gewöhnlich ein Joystick benutzt, während im OP-Bereich ein Fußschalter mit Kabel verwendet wird. Unser Morpheus-Stuhl befolgt die Gewohnheit der Zahnarztpraxen und weist 2 Joysticks im hinteren Teil des Behandlungsstuhls auf. Der erste Joystick betätigt die Motoren für das Heben und Senken des Behandlungsstuhls, Rückenteil und Aufwärts- und Abwärtsbewegung. Der andere Joystick bedient das Anheben und Senken des Fußteils oder der Antischocklagerung. Antischock. Nebst den beiden Joysticks haben wir unseren Morpheus-Stuhl mit einer Konsole mit 10 Tasten ausgerüstet, die wir sichtlich sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite eingehackt werden kann, da sie mit einem Spiralkabel versehen ist und daher sowohl vom Arzt als auch vom Assistenten benutzt werden kann. Sehen wir auf das Bedienungsgerät, bemerken wir 2 mittlere Tasten. Mit diesen beiden Tasten können wir mit einer einzigen Betätigung den Behandlungsstuhl in Liegeposition bringen. Oder aber in Sitzposition, um das Anheben und Absenken des Patienten zu erleichtern. Ein weiterer Unterschied gegenüber des standardmäßigen zahnärztlichen Behandlungsstuhls fällt ins Auge. Der Morpheus-Stuhl ist in der Tat komplett aus Edelstahl gefertigt, ohne dass Einbuchtungen vorhanden sind, weshalb er leicht und schnell hygienisch gereinigt werden kann. Mit dieser Ausführung können Sie auch aggressive Desinfektionsmittel verwenden und werden Sie kaputte oder vergilbte Plastikteile vergessen, denn Edelstahl ist, wie Sie wissen, widerstandsfähig. Der Überzug ist in 36 Farben verfügbar und wird komplett von Handwerker unserer Region markengefertigt. Wie Sie bemerken, ist die Polsterung 5 cm dick. Eine dünnere Polsterung hätte kein bequemes Sitzen garantiert. Die Farben und Zertifizierungen werden durch Klicken hier unten ersichtlich. Wir haben den Morpheus-Stuhl mit diesem Einsatzteil versehen, um die sich bildende Lücke zu füllen, wenn die Rücklehne komplett gesenkt ist. Und wie wir sehen, entsteht beim Einfügen ein Liegeeffekt. Außerdem kann die Gesamtlänge des Sitzteils erhöht werden, indem der Fußteil versetzt wird, nachdem der Blockierhebel gelockert wurde. Somit verschieben wir ihn nach unten und haben mein Sitzteil erhöht.
Natürlich ist auch die Kopfstütze verstellbar und kann bis 15 cm verlängert werden. Mit diesem Drehgriff kann man auch hingegen diese Rotation ausführen, damit auch kleinere Personen den Kopf abstützen können, was für Kinder sehr nützlich sein kann. Wir haben eine extra Kopfstütze realisiert, die leicht auszuwechseln ist. Sehen wir das Auswechseln. Wieso haben wir diese Kopfstütze gefertigt? Weil wir intern dieses Ovalstück eingesetzt haben, das beim Herausnehmen eine Kopfstütze freigibt, wobei ich den Patienten in Rückenlänge bringen kann, wenn der Behandlungsstuhl flach positioniert ist. Jetzt möchte ich Ihnen ein sehr wichtiges Detail dieser Behandlungseinheit zeigen. In der Tat sehen wir, dass bei meinem Behandlungsstuhl, wenn ich ihn in Liegeposition bringe, und ihn ganz hinaufziehe, sich der Kopf des Patienten in einer Höhe von 1 Meter über dem Boden befindet, gegenüber dem Standardstuhl, der höchstens 80 bzw. 82 cm erreicht. Welchen Vorteil bringt es? Wir können auch stehend arbeiten. Außerdem möchte ich betonen, dass die Säule unseres Behandlungsstuhls bis 200 Kilo anheben kann. Der andere Joystick, von dem ich gesprochen habe, ermöglicht es hingegen, die Neigung um 10 Grad zu ändern. Zur Trendelenburg-Lagerung oder Antischocklagerung. Somit habe ich einfach mit jenem Hebel den Patienten in Antischocklagerung gebracht. Eine andere sehr wichtige Sache ist, wie Sie bemerkt haben, dass bei der Aufwärts- oder Abwärtsbewegung meines Stuhls und bei jeder Einstellung des Fullties Trendelenburg-Lagerung die Achse des Kopfs des Patienten immer an demselben Punkt war. Dies gerade dank der Bewegungsfunktion der 4 Motoren, was bei einem Standardstuhl unmöglich ist. Da der Standardstuhl, um die verschiedenen Bewegungsfunktionen zu ermöglichen, mit einem Pantographsystem versehen ist und mir daher den Kopf des Patienten vorwärts oder zurückversetzt. Was bedeutet das für mich? Für mich heißt es, dass ich immer, sei es mit dem Arm des Köchers oder dem Arm der Lampe oder eines Sessels nach hinten oder vorn zurückrücken muss, um immer über den Kopf des Patienten zu bleiben. Die Standfestigkeit des Morpheus-Stuhls wird durch ein verstecktes Untergestell garantiert und das Vorhandensein von Ausgleichskolben reduziert beachtlich das Oszillieren während der Behandlung. Beim Konfigurieren des Behandlungsstuhls, indem Sie hier unten klicken, können Sie unter verschiedenen extra Zubehör auslesen, das ich mit Ihnen jetzt erkläre. Dieser Behandlungsstuhl ist mit 4 Füßen ausgestattet. Diese 4 Füße heben das Untergestell vom Boden ab. Erstens, um mühelos sowohl mit dem Sessel als auch mit den Füßen bis unter den Stuhl zu kommen. Und zweitens haben Sie die Möglichkeit, auf bequeme Weise den Boden hygienisch zu reinigen. Unter den Extras kann man die 4 Räder mit Bremse verlangen, die die jetzigen Füße ersetzen. Die 4 Räder ermöglichen es, den Behandlungsstuhl zu verschieben und ihn problemlos in einen postoperativen Bereich zu bringen, denn es genügt auch, einfach den mitgelieferten Schuko-Stecker hinauszuziehen. Außerdem wird es möglich, sofern wir unter den Extras die unterbrechungsfreie Stromversorgung hinfügen, den Behandlungsstuhl auch ohne Strom eine Stunde lang zu benutzen. Mit dem extra Zubehör der Räder haben wir auch eine Stabilitätsplatte erstellt, womit Sie die hinteren Räder unseres Morpheus-Stuhls heben können, indem Sie einfach den Griff betätigen, damit sich der Stuhl nicht mehr verschiebt. Wenn Sie hingegen die Rotationsoption wählen, wird es möglich, durch das Betätigen dieses Griffs unsere Behandlungsstuhl auf seine Achse um 100 Grad drehen zu lassen.
So wird es möglich, dass Sie den Kopf des Patienten völlig frei und über dem Boden haben. Das Design der hinteren Abdeckung des Rückenteils ist so entworfen, damit der Arzt sein Knie leicht unter die Rückenlehne des Behandlungsstuhls bringen kann. Gehen wir nun zu den Armlehnen über. Hier haben Sie die Möglichkeit, die rechte Armlehne und die linke Armlehne in Standardausführung auszulesen, wobei die rechte Armlehne mit Kompassöffnung geliefert wird oder eine der beiden Armlehnen zur Entnahme, die an den seitlichen Schienen verankert sind oder die, die wir hier montiert sehen. Der Vorteil dieser Armlehnen besteht darin, dass sie auf jeder Art positioniert werden können, so wie das mir möglich einmal angefügt. Das Einfügen wird durch diesen Griff und diese Schiene erleichtert, wobei ich diesen Greifer gleiten lassen kann. Das Heben und Senken der Armlehne, ja nach Größe unseres Patienten auch zu führen, oder ich verstelle die Armlehne je nach Eingriff, der durchgeführt werden muss. Ich kann die Lehne aber auch aufweiten, näher an den Stuhl bringen. Somit bringe ich die Armlehnen in die dem Patienten angepasste Lage, damit er sich während unserem ganzen Eingriff in einer bequemen Position befindet. Und nun zur Tropfhalterstange. An diesem Punkt haben wir die Halterung für die Tropfhalterstange sowohl auf der linken Seite, also auch auf der linken Schiene, aber auch auf der rechten Schiene. Wir setzen unsere Tropfhalterstange einfach an diesem Punkt hier ein. Wobei wir diesen Griff festmachen und so unsere Tropfhalterstange verankern. Die Halterung der Tropfhalterstange dient auch für den Einsatz der Beinhalter, und zwar an derselben Stelle, wo ich vorher die Tropfhalterstange hatte. Dabei ist es möglich, die entsprechende Einstellung durch Bestätigung dieses Griffs durchzuführen. Man kann sie überdies auch drehen, da wir mit diesem Griff stets die Möglichkeit haben, den Beinhalter auf alle Art zu verstellen. Und so haben wir nichts anderes gemacht, als unseren chirurgischen Behandlungsstuhl in einen gynäkologischen Behandlungsstuhl umwandelt. Vom Einleitungsvideo nimmt man, dass der wesentlich starke Punkt unseres Morpheus-Stuhls darin besteht, dass er sich allen ärztlichen Szenarien anpasst. Denn wir sind der Meinung, dass ein Behandlungsraum 100% im Betrieb sein soll und man es nicht gestatten kann, einen Behandlungsstuhl leer zu lassen. Damit habe ich abgeschlossen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie uns durch das Klicken hier kontaktieren. Wollen Sie hingegen auch über die anderen Ausrüstungen, aus der unsere Linie zusammensetzt, Näheres wissen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke und Tschüss von Michele Cirillo, Produktionsfachmann der Linie Handy Surgery von Tecnomed Italien.